So, herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von der Plague Tale Requiem. Das ist gerade mein sechster Versuch, die Anmoderation für die heutige Folge durchzuführen, weil ich mich immer wieder versprochen habe oder die falsche Grammatik verwendet habe. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt besser wird, denn in der letzten Folge haben wir den Jahrmarkt erkundet und unser neuer, da fängt es wieder an, unser neues Haus bezogen. Der gute Hugo war sehr erschöpft von der ganzen Reise, was ja verständlich ist, und hat sich hingelegt, nur damit die Makula wieder ausbrechen kann. Und wir sind gerade auf der Suche nach dem Magister Vaudan, der ja in dem Orden ein, ich denke mal, relativ hochrangiges Mitglied ist. Und die haben ja die Makula schon seit Jahren erforscht. Und ja, wir haben dann festgestellt, dass es auch hier wieder sehr viele Leichen gibt, die als Ursache den Biss haben. Und es gibt wieder Söldnerdiebe, also das ganze Pack wieder, was auch hier ihr Unwesen treibt. Und ja, mal gucken, ob wir den Magister Vaudan in der heutigen Folge finden werden. Und vor allen Dingen auch Riechst du lebend. das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Naja, oder die Leichenhalle. Aber wie das stinken muss. Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Ja. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Gottes Willen. Na, wie Tiere wurden hier eingesperrt. In ihrem Schicksal überlassen, ne? Und hier kann man sehen, wie sich einfach die Erkrankung auf dem Körper ausbreitet. Gottes Willen. Aber kurios, dass es hier keine Ratten gibt, ne? Madame. Oh. Alice, du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Gut gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Wo müssen wir denn hin? Neue Erinnerung, Ruhe in Können wir es Frieden. aufhalten? Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind, ja. Sie verstecken sich vor der Sonne und warten. Aber ich dachte, wir wären jetzt Best Friends mit den Ratten. Da habe ich mich anscheinend getäuscht. Aber da müssen die doch, aber mal ohne Spaß, ne? Wir wissen ja, wie die Ratten sind, ne? Die können ja auch durch Straßenböden hervorkommen. Dann würde doch der Ort nicht so schön aussehen, wie wir ihn in der letzten Folge kennengelernt haben. Vor allen Dingen, wenn es schon so viele Opfer des Bisses gibt, dann muss das eigentlich schon komplett verseucht sein. Also der Ort. Bitte sag mir, dass es hier ist. Von hier kam mir. Gottes Willen. Oh Gott, Was eine ist ganze das denn? Stadt. Das Symbol. Er ist im Turm. Er muss dort Genau. sein. Ach ja, Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu Haben kommen. die Es wirklich ist das der Orden. komplette. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Krass. Da haben die hier wirklich eine komplette Stadt abgeriegelt. Wahrscheinlich wirklich. Oh, guck mal. Oh, nee, da läuft. Ach nee, das ist ein Busch. Aber da haben die wirklich ein komplettes Stadtviertel einfach abgeriegelt. Und sich selbst überlassen, anscheinend.
bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Oh Gott. Oh mein Gott! Oh nein! Oh Gott! Ja so! Ja! Ah! Siehst du einen Ausweg? Oh verdammt! Ja, ich war gerade Lol. Ich war gerade überfordert mit der Steuerung. Weil normalerweise ist es ja, dass dann die Steuerung umgekehrt ist. Dass W dann W dann nach hinten ist und S nach vorne. Ja. Boah, das ist echt heavy. Die haben sich echt gut weiterentwickelt und fortgepflanzt. Die waren echt nicht untätig. Gehen wir einfach hin. Okay. So, kann ich das überspringen? Hier. Okay. Ja, ich war schon wieder... Oh. Ja. Ja, die haben mich schon wieder. Ah, okay. Wir haben es gleich. Gehen wir einfach hin. So. Es ist zu mir. Nur ohne Z. Ich halte. Siehst du einen Ausweg? Nein, es ist zu dunkel. Komm, schnell! Ja. Hilf mir! Genau. Halt! Du! Nein! Das war's! Nein! Wir haben Licht! Noch sind wir sicher! Wir sind sicher! Alles gut! Ruhig bleiben! Bleib nah bei mir! Wir kennen das Spiel schon. Das müssen wir! Ganz vorsichtig! Ich wusste es! Hab doch gesagt, sie sind hier! Das sind ja Millionen! Aber wie können es schon so viele sein? Hugo, sie sind wegen ihm hier! Warum? Um ihnen zu folgen? Weil er... Na gut, er ist ja Trainer Marco, deswegen folgen sie ihm. Aber warum haben sie ihn dann nicht... Achso, ja, stimmt. Ah ja, wahrscheinlich wieder ein Heimel bekommen hat, wodurch die Makula unterdrückt worden ist. Aber es hat es ja trotz, also als wir ihm das erste Mal das Heilmittel gegeben haben, hat es ja auch nicht so viel gebracht. Oh Gott, das wird... Oh, haha. Ja, das sollte reichen. Sieh nur, sie klettern. Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm. Wo dort zu Hugo bringen und hier verschwinden.
ne, dann waren die Ratten ja trotzdem da, obwohl er das Heilmittel... Ich hab sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Das verstehe ich gerade nicht, warum die jetzt kommen. Aber die Musik ist auch richtig gut. Haben wir hier irgendwas? Ich will hier alles erkunden. Okay, wir müssen dann dorthin. Wir können diese Wand hochklettern. Aber wie gesagt, eigentlich dachte ich, dass sie jetzt gut mit Hugo sind. Und dass Hugo mit ihnen reden kann. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Na, guck mal. Drecksviecher. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht... Ja. Dann kann sie nichts mehr aufhalten. Ah, gut. Okay, warte. Müssen den direkten Weg nehmen. Aber ich sag mal so, 0,5 km/h könnte man schon schneller gehen. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Aber eigentlich waren die doch so schlau und könnten rein theoretisch ihr Feuerschaden einfach wieder zum... Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Ja. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wird schwach. Ich sehe es. Ach so. Ja. Ah. Sehr gut. Gehen wir. Sehr schlau. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Aber es macht doch gerade alles keinen Sinn, dass die überfallen, weil dann hätten die doch schon 3 Monate lang den Hugo überfallen können. Wirklich? Ein Balken? Es ja. Geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann. Nichts überstürzt. Oder hat das Heilmittel... Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell! Ja! Das musste natürlich mir passieren. Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja, doch. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Aber echt nett, dass sie jemand immer so Stöcke hingestellt hat. Ach so. Naja, Moment. Gut. Sollte reichen. Ich brauche hier Licht. Nein. Kommt sofort. Oh. Sorry. Ja, wir können echt gut werfen, ne? Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Aber krass, dass er mit dem Stock klettern kann, das aber wir nicht. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Aber warum? Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Na gut, stimmt. In der Nähe des Turms rauskommen? Ich denke, die haben... Ich kann es kaum erwarten, Magister Vaudors Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Also, meine Vermutung ist jetzt, das macht doch mehr Sinn, dass die Makula wieder getriggert worden ist, als wir bei den Bienenzüchtern gewesen sind. Da wurde sie wahrscheinlich wieder erweckt und wir haben sie vielleicht mit dem Kampf gegen Vitalis
überstrapaziert, beziehungsweise vielleicht danach ein Heilmittel bekommen, wodurch unterdrückt worden ist, aber durch diese Situation bei der Burg wurde die Makula wieder getriggert. Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Aber warum ist denn jetzt hier die Treppe eingestürzt? Wegen den Ratten? Keine Ratten? Nein. Aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Gottes Willen. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Mhm. Das könnte ein Weg hinaus sein. Ach, das ist die Arena immer noch. Lukas. Ein Elefant. Was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Das ist die Leiter. Aber kommen wir auch hier irgendwo hoch. Weil hier haben wir nämlich noch eine Treppe. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Hörst du das? Oh nein, bitte nicht! Gut, wie viele das sind! Wir stecken fest, Lukas! Nein, nein! Da, die Plattform! Das Feuerbecken! Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen! Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung! Salpeter, Schwefel, Alkohol, was wir so finden können! Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Das ist Schwefel, oder? Wo? Was? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Mhm. Frischer Schwefel wäre perfekt. Mhm. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Geht's dir gut? Ja, selten so einen Spaß gehabt. Natürlich, er bleibt nicht oben. Kann ich helfen? Gute Idee. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Bereit! Wir verschwenden Zeit. So. Auf dein Zeichen! Was? Ach so, alt. Du kannst aufhören. Sofort. So. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Da müssen die hier keine Rätsel. Wir wissen nicht einmal, ob er drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner. Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol.
Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Ach so. Nicht fallen! Danke, Lukas. Da würde mich mal interessieren, wie lange die Ratten schon wütend. Was denn? Ach so. Gut, aber das wird nicht genügen. Ekelhaft. Sieht sicher nein. aus. Nein. Oh nein. Oh. Oh. Ah, ja, da war ich so ungeduldig. Oh, ich so ungeduldig. Gut, aber das wird nicht genügen. Das werden sie mögen. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Genau, ja. Denke ich mir auch jedes Mal. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer. Einfach großartig. Ein Lebensretter. Ah, so. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Boah, ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja. Manche Dinge ändern sich nie. Das stimmt. Noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Krass. Jetzt. So. Ja, los. Die Idee war fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Sind auch gut durchgekommen. Ah, Gott. So. Geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ja.
Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Wagon. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Ja. Haben wir denn hier noch einen Stock? Nee. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ja, das bringt... Hä? Hier irgendwas. Ich brauche Licht, um durchzukommen. Stücke haben wir hier keine, oder? Nein, diese Kurbel nützt mir nichts mehr. Ich muss die andere finden. Ja. Wir wissen ja schon, wo die andere Kurve ist. Was ist denn das? Ich will es nicht. Hä? Also irgendwas... Ich weiß aber nicht, was es ist. Hey, was soll ich denn jetzt hier machen? Aber ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Warte mal. Ah, ja, wegen Tontor. Ah.
Was haben wir denn hier? Ruhe. Ah, das hat jetzt bei mir, ja, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Es tut mir leid. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Aber wie kommen wir denn dann hoch? Endlich! Los! Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell! Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Alles hier, ne? Eingestürzt. Gegen den Ratten? Oder weswegen denn? Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Natürlich. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Ich hab gedacht, wir werden keine wenigstens Spur schon. Na, hoffentlich haben Turm. Sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Mhm. Oh, sieh nur. Mhm. Oh nein. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen Dank. Pfeilgraue. Diese koloniebildende Wasserpflanze mit winzigen weißen Blüten ist oft in flachen Seen und Burggräben zu finden. Ihr Gattungsname Sagitta bedeutet auf Lateinisch Pfeil und leitet sich von der Form ihrer Blätter ab. Sie ist auch als Entenkartoffel bekannt, da sie Knollen produziert, die gedünstet zubereitet werden. Ihr wird nachgesagt, dass sie große Mengen an Schwermetallen wie Kupfer oder Blei absorbiert. 2 der 7 Rheinmetalle der Alchemie. Krass. Gehen wir jetzt weiter. Stimmt das? Ja, ist das ja richtig cool. Mal sehen, was da drin ist. Eine improvisierte Kapelle. Willst du beten? Wenn du meinst, es könnte helfen? Danke, wirklich. Aber wir haben keine Zeit. Nur kurz. Habe ich hier was vergessen, übersehen? Nee, okay. Das ist eine Truhe. Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Und wie hielten diesen Ort für sicher? Überall dasselbe. Überall dasselbe. Die Frage, müssen wir dann hier durch? Ja.
Ja, okay. Wir kommen dem Turm immer näher. Hier durch. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Menschen starben hier. An so einem engen Ort, eingesperrt, hat der Biss sie wohl alle erwischt. Sie wurden verdammt. Und niemand hat ihnen geholfen. Ja, und auf der anderen Seite, ne, wird ein schöner Jahrmarkt veranstaltet, ne, während hier die ganzen Leute elendig zurückgelassen wurden. Also, wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Wir mal hier hoch. Die Musik ist wieder on point, ne? Kann man nicht anders sagen. Da ist schon noch ein paar Hühner. Oh, lol. Was? Bruder. Bleib in Sicherheit. Bin wohl zu angespannt. Den hab ich ja gar nicht auf der... Kannst du wieder mal aufhören, so zu atmen, Amicia? Keine Zeit zu verschwenden. So, warte mal, wo haben wir denn hier welche? Da läuft einer. Da ist einer. Kann ich nicht pfeifen? Aus dem Weg! Kann ich die eigentlich auch, sag mal, in Brand setzen? Lukas, was macht denn der? Scheiße, lauf, lauf! Ratten, sie kommen! Licht! Findet Licht!
Sie brechen aus. Sie sind uns gefolgt. Nein, wir haben keine Zeit. Wir müssen... Ungeziefer! Mich kriegt ihr nicht! Ich will mal kurz gucken, ob ich die in Brand stecken kann. Mist, wie komme ich da jetzt hin? Die jetzt? Hier ist garantiert nichts. Okay, der steht dort. Bin gerade ein kleines bisschen überfordert. Die Hörte sind echt nervig, ne? Aber warte mal. Kann ja auch nie verwerfen, oder? Wir müssen mal probieren. Bruder, wo geht denn der jetzt lang? Wer kommt? Kommt der hier rein? Okay. Stirbt der? Bitte, bitte stirb. Nee, verdammt. Aber wie sollen wir denn jetzt ungesehen an den mehr oder weniger... Also mehr oder weniger an den vorbeikommen?
lass mich nicht fressen! Das dauert alles zu lang. Ja. Pass auf, sonst sind wir dran. Ich bin nur gerade ein bisschen überfordert. Nee. Wir sehen uns jetzt, ne? Aber egal. Okay, immer noch nicht. Finde ich einen sicher. Niemals einer. Jetzt kommen sie. Da! 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 Warte mal, kann ich den aber, Nee, kann ich nicht. Oh, Mann. Okay. Das ist halt echt doof, dass ich ihm nicht die Fackel aus dem Dingesbummens schneiden kann. Und dass sie auch nicht irgendwie verbrennen. Das ist halt dann schon echt doof. Den Typen habe ich wahrscheinlich so erschreckt, dass er einfach irgendwelche Runden gelaufen ist. Das ist unglaublich. Wann breiten sich die Ratten wohl auf andere Viertel aus? Weiß nicht. Das Tageslicht hemmt sie, aber... Sie bewegen sich unter der Erde. Sie suchen nach Futter, nach Blut. Sie kommen raus, ganz sicher. Leise. Ach ja, genau. Lauf direkt da rein. Aber schön, dass der wenigstens dort so festhängt. Das ist sehr gut, sehr schön. Okay. Ruhig, durchatmen.
Warte mal. Okay. Jetzt wäre ich beinahe gestorben wegen den Dingern, ne? Okay. Dann die wundern sich überhaupt nicht, warum auf einmal immer irgendwelche Feuer angezündet werden, ne? Mal kurz gucken wegen dem Typ hier. So. Da haben wir jetzt eigentlich eigentlich Ruhe, oder? Boah, war das eine Schleichaktion. Guck mal, da liegt da, als würde er schlafen. Ach so, oder? Ah, aber. So, hier können wir ohne Probleme durch. Sehr schön. Nummer 1. Und Nummer 2. Und ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge uns den Weg in den Turm bahnen werden. Jetzt brauche ich noch einen Stock, damit wir auch da durchkommen. Da bin ich ganz gespannt, wie es den guten Markiserwunderungen geht. Aber da müsst ihr rein theoretisch noch leben, so wie wir die Söldner verstanden haben. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er uns helfen kann. Und ja, wie die ganze Sache weitergehen wird. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen werden.